Schönen guten Abend und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Folge von Chefsache. Sie werden mir sicherlich zustimmen, liebe Zuschauer, dass neben der Gesundheit das eigene Glück das Wichtigste im Leben ist. Glücklich zu sein, das kann man in der Tat lernen, sogar in der Schule. Heute zu Gast bei Chefsache ist der Mann, der Glück als Schulfach in Deutschland etablieren möchte. Dr. Ernst Fritz Schubert, Sie sind ehrenamtlicher Direktor am Fritz-Schubert-Institut für Persönlichkeitsentwicklung. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Guten Abend, Herr Benzmann. Ja, vor 8 Jahren haben Sie ziemlich für Schlagzeilen gesorgt, indem Sie Glück als Schulfach etablieren wollten. Ihnen ist es teilweise gelungen, zumindest in über 100 Schulen, ja. In Zehntausenden von Schulen leider nicht. Naja, woran liegt es denn eigentlich, dass Sie alle nicht nachgezogen haben? Naja, vielleicht wissen Sie es noch nicht und durch diese Sendung erfahren Sie es ja dann, dass tatsächlich in dem Schulfach Glück es nicht um das Zufallsglück geht, nicht darum, dauernd happy zu sein und dauernd irgendwo mit der rosaroten Brille rumzulaufen, sondern dass es darum geht, eigentlich dem Menschen irgendwas mitzugeben, dass er sein Leben oder sie sein Leben oder ihr Leben gestalten kann. Das ist was ganz Entscheidendes und diese Erfahrung über sich selbst ist eine Grundvoraussetzung für alles andere. Wenn man so will, ist es eigentlich die Basis für das, dass ich überhaupt was anderes noch lernen will. Da müssen wir jetzt noch mal konkreter drauf eingehen. Also, wenn ich jetzt in meinem Stundenplan Glück drinstehen habe, mit was muss ich denn dann rechnen als Schüler? Naja, auf jeden Fall mit einem Lehrer, einer Lehrerin, die es wirklich gut mit einem meint. Das ist schon mal eine Grundvoraussetzung. Machen das nicht alle? Ja, sie bemühen sich, aber das Bemühen allein ist noch nicht und das zu erklären ist noch nicht allein, dass man es auch umsetzt. Stets sondern, bemüht, würde man sagen, als Schulnote setzen 6. Na, so weit würde ich nicht gehen, aber zumindestens ist es das, was eigentlich so den Menschen vielleicht auch dahin gebracht hat, Lehrer und Lehrerin zu werden. Einfach zu sagen, ich möchte die Entwicklung des Menschen sehen. Und das, was das Schulfach Glück macht an der Stelle, ist, der Entwicklung des Menschen zu helfen. Also, dass man nicht auf derselben Stelle steht und nicht nur einfach mehr weiß, aber nicht mehr Erkenntnisse gewonnen hat. Und vielleicht für sich selbst einen Navigator entdeckt hat, der zeigt, unter Umständen, das ist die richtige Richtung, die ich gehen kann, um unter Umständen ein gelingendes Leben, Glück, Lebensglück auch zu begünstigen. Das heißt nicht, dass dann das Glück tatsächlich von alleine kommt, sondern aber ich kann sozusagen mich bereit machen. Es gibt ja durchaus auch Menschen, die sagen, naja, also Glück ist so eine Sache wie ein Lottogewinn. Es ist im Prinzip ein Zufallsprinzip. Decken das nicht vielleicht auch schon Schüler? Na klar, also 2/3 der Deutschen glauben, dass Glück Zufall ist. Und die denken dann vielleicht auch, es gibt einen Weltgeist, der das dann alles bestimmt. Aber vielleicht auch deshalb, um aus der Verantwortung wieder rauszukommen. Das muss man sich ja natürlich auch überlegen. Wenn das Glück ein Zufall ist, dann habe ich auch keine Verantwortung dafür zu sorgen, dass dieses Glück vielleicht mich erreicht oder mich aufnimmt. Und das heißt eigentlich, ich kann mich ein bisschen zurücklehnen und kann mal abwarten. Aber genau dieses Abwarten, ne, dieses Erdulden, dieses Ertragen, das ist das, was uns eigentlich nachher unglücklich macht. Weil das ja sozusagen unseren Möglichkeiten, unseren Potenzialen, ne, das also was in uns steckt, keinen Raum gibt. Und das ist etwas, was Menschen unheimlich gerne erleben wollen. Und das hat was mit Glück zu tun. Ist allerdings nicht das Zufallsglück, sondern da würde man sagen, das ist das Lebensglück. Kann denn jeder glücklich sein im Leben und kann es jeder erlernen, glücklich zu sein? Naja, also es gibt Untersuchungen, die dann sagen, ne, die Hälfte ist angeboren und 10% ist, sagen wir mal, die Umgebung. Aber es bleiben immer noch 40%. Sicherlich gibt es Menschen, die von der Natur aus begünstigt sind, die äußerlich physische andere Voraussetzungen haben als vielleicht ihre Nachbarn. Aber es geht im Prinzip, wenn wir glücklich sein wollen und uns bemühen wollen, das zu lernen, um unsere Haltungen und Einstellungen. Also es kann sein, dass ich jetzt diese Situation hier als unheimlich gemütlich gut finde, weil sie mich anspricht. Oder ich kann einfach sagen, schon wieder sowas hier, was ich überhaupt nicht mag. Schon wieder irgendwas, was ich erklären muss, was ich gar nicht erklären will. Das heißt also, wie begegne ich dem Nächsten? In welcher Resonanz bewegen wir uns? Wie begegne ich den Dingen, die mich umgeben? Wie gehe ich mit meinen Möglichkeiten um? Kann ich sozusagen irgendwo mit dem Schicksal lernen, umzugehen? Das ist was ganz Entscheidendes. Und kann ich dann vielleicht auch nicht nur in den Problemen stecken bleiben, sondern kann unter Umständen in eine Lösungstrance kommen, also Lösungen finden für mich. Und darum geht es letztendlich auch, das zu lernen. Das können nicht nur Schüler lernen, sondern das können natürlich auch Eltern lernen. Aber dafür braucht es auch wiederum Lehrer und die richtige Einstellung, liebe Zuschauer, und darüber möchten wir gleich weiter uns unterhalten. Hier bei Chefsache, bleiben Sie dran.
Und damit herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer bei Chefsache. Wir unterhalten uns heute über das Thema Glück als Schulfach. Und zu Gast im Studio ist Dr. Ernst Fritz Schubert, der vor rund 10 Jahren Glück als Schulfach in Deutschland eingeführt hat. Naja, also wenn man ein solches Schulfach hat, braucht man ja vor allen Dingen erstmal Leute, die es unterrichten können, sprich Lehrer. Haben Sie denn gleich welche gefunden und gibt es genügend Glückslehrer in Deutschland? Naja, also gleich habe ich sie nicht gefunden. Also ich habe mir das selber zugetraut. Also ich war der erste Glückslehrer, wenn man das so formulieren will. Und dann habe ich mir eine Reihe von Experten gesucht. Und die kamen aus dem Sportbereich. Dann habe ich gedacht, Schauspieler sind geeignet, das auch zu unterrichten. Weil auf was kommt es im Leben eigentlich an? Das war so die Frage. Und da habe ich gedacht, man braucht einen Mediziner, man braucht vielleicht einen Pädagogen, man braucht vielleicht auch einen Mentaltrainer und man braucht vielleicht auch noch einen Schauspieler, einen Theaterpädagogen. Und so habe ich diese erste Gruppe zusammengestellt und kam aber dann auf die Idee, dass man das eigentlich an einer Person zusammenfassen sollte, damit die Schüler und Schülerinnen entsprechend auch sich an einer Person orientieren kann. Aber welche Qualifikation muss diese Person haben? Also die Qualifikation, die eigentlich jeder Lehrer braucht, um das jetzt mal so zu beschreiben. Er muss authentisch sein, er muss sich selbst auch erfahren haben, er muss wissen, wer er eigentlich ist, eine Identität haben. Er muss natürlich auch begeistert sein. Denn Begeisterung ist der Dünger fürs Gehirn, das wissen wir auch. Und wir brauchen dann auch entsprechend Themen, die Jugendliche und Kinder interessieren. Also das ist das, was ein Lehrer oder eine Lehrerin eigentlich mitzubringen hat. Und das jetzt konzentriert auf das Schulfach Glück, bedeutet das natürlich, dass man hier besonders ist, dass man genau auf denjenigen, diejenige zugeht und herausfindet, was deren Herzenswunsch eigentlich wirklich ist, um dann zu helfen. Aber nicht sozusagen als derjenige, der vorangeht, irgendwie mit dem Zylinder oder mit dem Helm, sondern derjenige, der nebendran begleitet, der hilft, der unterstützt. Weil derjenige und diejenige Schülerin, die das lernen wollen, sozusagen die Experten für sich selbst sind. Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass einige Lehrer, unsere Zuschauer sagen, naja, der hat gut reden, denn ich habe hier meinen fetten Lehrplan erstmal umzusetzen. Da ist alles auf Leistung getrimmt. Das konterkariert doch im Prinzip das ganze System. Gott Idee wird man hier zusammen sagen. Ja, natürlich, man muss damit umgehen. Aber es ist doch die Frage, welche Einstellung ich habe, auch zu der Leistung. Ist die Leistung für mich tatsächlich die Möglichkeit, mich selbst zu achten, nur dann, wenn ich die Leistung erbringe? Oder gibt es daneben noch etwas, was mir auch genau die gleiche Selbstachtung gibt? Ich bin also nicht nur der Schüler, der die Einsen mit nach Hause bringt und dann irgendwo die Belohnung seiner Eltern vielleicht bekommt, der die Erwartungen erfüllt, der dann, wenn er die Erwartung nicht erfüllen kann, vielleicht in die Depression verfällt, der vielleicht dann, wenn er die Freiheit wirklich braucht, in eine Wut verfällt oder der vielleicht, wenn er aus der Schule muss, wenn er vielleicht herabgestuft wird, in Angst verfällt und dann all diese Krankheiten auftreten, die wir ja dann statistisch erhoben haben. Wenn ein Drittel der Kinder Angst hat in der Schule, dann ist doch die Schule nicht der Ort, an dem Lernen und Leben Freude macht, wo die Voraussetzung für dieses gelingende Leben geschaffen wird. Gestatten Sie mir eine abschließende Frage, denn dieses Drittel, das Angst hat in der Schule, das haben wir im Prinzip ja auch bei den Eltern, bei den Erwachsenen. Viele sind ja auch frustriert im Job. Was können denn Eltern, was können Erwachsene lernen, um glücklich zu sein in ihrem Leben und bei ihrem Beruf? Naja, also das Grundrezept ist einfach Wertschätzung. Also in dem Augenblick, in dem ich den anderen achte, indem ich Respekt ihm gegenüberbringe, indem ich einfach auch Werte vielleicht gemeinsam finde, das, was für uns wichtig ist, da einen Konsens zu finden, eine Vereinbarung zu finden, dass das für mich stimmt. Das ist eine Grundvoraussetzung. Und das jetzt entsprechend auch umzusetzen und zu sagen, das sind Dinge, die letztlich meiner Entwicklung helfen, die mich voranbringen, nicht nur in Form von Noten, sondern in Form von Erkenntnis. Denn der Mensch ist auf Erkenntnis aus und nicht auf Noten. Das hat die Natur nicht vorgegeben. Vor zigtausend Jahren hat man keine Noten gekannt, sondern da ging es tatsächlich um ein gelingendes Leben. Und dieses gelingende Leben war zunächst mal das Überleben. Und dieses steckt noch in uns. Und das lässt sich nicht in Gehalt, das lässt sich nicht in Noten fassen, sondern das lässt sich in Erkenntnis fassen. Und das lässt sich in eine Widerspruchsfreiheit in sich selbst fassen. Das ist das Wesentliche. Und das hat was mit Glück zu tun. Das hat die Natur so vorgesehen. Denn dann funktioniert unser System, dann haben wir die Chance, nicht nur zu überleben, sondern auch gelingend zu leben. Und das ist etwas, was man vielleicht auch berücksichtigen soll, sowohl bei den Eltern, sowohl bei den Unternehmern, bei den Arbeitgebern, bei den Führungskräften, bei den Lehrern, aber auch bei den Schülern untereinander. Ja, und Sie haben es auf den Punkt gebracht. Alle haben die Chance, glücklich zu sein. Herzlichen Dank für das Gespräch. War sehr schön, dass Sie hier waren bei Chefsache, Dr. Ernst Fritz Schubert.
Bitte. Liebe Zuschauer, das war es wieder soweit. Bei Chefsache, es würde mich freuen, wenn Sie nächste Woche wieder einschalten. Bis dahin, Ihnen alles Gute. Tschüss.